Zwei Spiele, zwei Siege. Die Krefeld-Pinguine kehren als Sieger vom internationalen Turnier in Dordrecht zurück. Dabei wurden unter anderem auch die Kölner Haie deutlich mit 4:1 besiegt. Daniel Pieter hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg. Ich glaube, dass wir uns gut geschlagen haben. Wir haben gegen zwei gute Gegner gespielt und mit ein paar Verletzten, die haben wir gut ersetzt durch die jungen Spieler. Und ich glaube, wir haben unsere Sache gut gemacht. Du hast dich schon angesprochen, die Verletzten. Wie sehr beeinträchtigt es euch die Verletzten-Misere in der Vorbereitung auf die neue Saison? Ja, es darf uns nicht beeinträchtigen. Die Spieler, die jetzt verletzt sind, natürlich haben die ein bisschen Rückstand im Trainingsbetrieb und im Spielbetrieb. Aber uns, die Mannschaft, die sollte das nicht beeinflussen, weil das kann auch in der Saison passieren und da müssen wir trotzdem versuchen zu gewinnen. KIV-Trainer Rick Adorno legt beim Eistraining Wert auf spielerische Elemente. Steve Hanusch lobt die geschlossene Mannschaftsleistung bei dem Turnier in den Niederlanden. Eine geschlossene Mannschaftsleistung gewesen, jeder hat für den anderen gekämpft und war sicherlich auch verdient gewesen, dass wir dort den Turniersieg geholt haben. Wo siehst du euch zurzeit in der Vorbereitung auf die neue Saison? Ja, jetzt ist noch schwer einzuschätzen, weil wir noch nicht komplett sind mit der kompletten Mannschaft, weil wir noch, wie gesagt, die verletzten Spieler haben, aber an sich war das schon mal ein guter Anfang jetzt am Wochenende. Ihr spielt jetzt am Ende der Woche gegen Weißwasser und am Wochenende dann gegen Malmö. Wie wichtig sind die beiden Testspiele im Hinblick auf die weitere Vorbereitung? Ja, wir wollen natürlich beide Spiele gewinnen, gerade gegen Malmö zu Hause. Saisoneröffnung, wenn sicherlich auch ein paar Fans kommen. Und da wollen wir natürlich zeigen, dass wir gut gearbeitet haben an der Vorbereitung.